Hi, Tachchen. Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot, Nuzlocke. Ich habe mir überlegt, dass wir in diesem Part mal nichts Sinnvolles machen, sondern nur ein wenig die Hockrose trainieren. Wie wäre das denn? Ja, dann recht sei. Ich meine, da war ja ein Morlord und Morlord kriegen wir ja mit unseren Pflanzenattacken recht gut kaputt. Es sei denn, da kommt dann wieder was Heftigeres. Sagen wir mal so ein, weiß ich, dreiköpfiges Glurak. Sowas. Kann ja sein. Los geht's! Mal gucken, was hier kommt. Aerodactyl! Das wäre schön gewesen, wenn ich das gefangen hätte. Also darüber hätte ich mich tatsächlich gefreut. Aber sowas kriege ich natürlich wieder nicht. Bei mir kommt nur Morlord, ne? Das ist ja irgendwie, eigentlich sollte ich das ja nicht machen. Hier so rumlaufen und gucken, welche Pokémon es da noch gegeben hätte. Nein, da bin ich ja nur sauer. Dann sehe ich, aha, das hättest du auch kriegen können. Aha, das hättest du auch kriegen. Ja, das hättest du auch kriegen können. Das hättest du auch kriegen können. Ja, ja, ja. Solche Situationen kennt jeder von uns und die sind immer kacke. Wenn du dich vorschnell für irgendwas entscheidest. Das ist so, als würdest du, du kannst es ja nicht bestimmen. Sagen wir mal so, du bist dann im Lidl. Ne, ich muss ja immer im Rewe sagen. Das war ja immer meine... Das war ja damals bei Diablo 3. Falls das einer von euch geguckt hat. Da waren nur 30 Views oder so teilweise drauf. Das ist ja schon unter aller Kanone gewesen. Naja. Ja, wie auch immer. Bei Diablo 3 habe ich ja gesagt, ich muss ja immer nur von Rewe reden. Wenn ihr zum Beispiel jetzt bei Rewe gewesen seid und dann Überraschungseier kauft, ne? Und dann teilt ihr die unter euren Freunden auf. Und ihr seid dann natürlich hinterher der Erste, der den so nimmt. Und der sagt dann, ja, das hier ist meins. Ja, und dann ist da ein Auto drin. Und die anderen haben dann, weiß ich nicht, einen Papa Schlumpf und irgendjemand hat da, weiß ich nicht, Zahngold drin gefunden oder so. Dann ärgerst du dich auch natürlich, aber du kannst es dann nicht mehr ändern. Du kannst es nicht mehr ändern. Zahngold in einem Überraschungsei. Ich wittere da ja einen Drogenschmuggel, ne? So ein bisschen. Warum benutzt eigentlich niemand so Überraschungseier, um Kokain zu schmuggeln? Warum hat das noch niemand gemacht? Kam niemand bisher auf die Idee? Ach, guck mal. Cindy's Schwester. Moin. Nee, Bruder. Willst du mit Bruder, Mann? Ich guck's nicht so. Wie machen wir das denn kaputt? Das ist eine gute Frage. Ja, wenn ich mich recht entsinne, kann er noch keine Drachenattacke. Deswegen sind wir da ziemlich safe, wenn wir einfach mal Fancy benutzen. Ach so, Energiefokus. Not done. Wenn du meinst, dass du damit irgendeine Schnitte gegen mich hast, dann pump dich doch nur weiter auf. Ich warte so lange. Ich guck gerade, ich hab als Desktop-Hintergrund so recht viele, mittlerweile wegen der LCS bin ich gerade wieder geflasht, League of Legends Bilder von diesen allen Champions da und teilweise auch so ein, also so Full-HD-Wallpaper eben, ne? Ich habe jetzt gerade das normale Splash-Art von Jinx hier und die hat so eine Kette um den Hals. Was ist das? Es sieht so ein bisschen aus wie eine Patrone, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Teil, was sie da um den Hals trägt, auch vibrieren kann. Ich weiß nicht, wenn ihr das Bild kennt, ihr könnt es euch ja mal angucken. Also für mich sieht das so ein bisschen so aus. Aber für die Verhältnisse, wenn man das mal vergleicht mit ihrem Finger, wie lang das ist, ist das vielleicht ein bisschen... Idee. Warum? Es gibt ja auch so Totschläger, ne? Die man dann einfach so aus dem Unterarm so nach vorne schnalzen lässt und dann hast du da eine richtige Waffe. Gibt's sowas auch als Vibrator? Ja? Warum nicht? Ja, okay, du hast da ein bisschen... Das muss dann auch gut sein und richtig... Ja, richtig fest sein, weil normalerweise hast du dann ja immer noch so Sollbruchstellen, wo du das dann auf und zu machen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Das ist jetzt so ein bisschen plastisch gedacht. Lasst euch einfach mal ein bisschen darauf ein und leert euren Kopf und denkt einfach mal an das Sinnbild, was ich hier gerade versuche, so deutlich zu machen. Also, ihr habt so einen Totschläger, die kennt ihr ja, ne? Das ist normalerweise so, weiß ich nicht, noch nicht mal unterarm breit, dieser Knüppel. Und wenn du den so aus dem Handgelenk nach unten machst, dann... Ich mach das hier gerade, das gibt es nicht. Ich tanze hier wie so ein Homo-Fürst vor dem Rechner, aber das ist, das muss auch mal sein. Wenn du das so nach unten machst, dann ist er ja draußen. Und wenn man das als Vibrator machen kann, weißt du, wenn du einfach so einen Vibrator dann so auseinanderziehen kannst und dann ist er lang, dann spart auch einiges an Platz. Und den kannst du dann auch in sowas anderes dann verstecken. Das heißt, wenn du dann so auf Reise bist und dann packst du den, keine Ahnung,
in irgendwas anderes Kleines. Es muss ja nicht so klein sein wie ein Filmdöschen, aber es reicht ja im Prinzip so eine Größe von einer Thermoskanne ist dann wieder ein bisschen zu groß. Da findet sich bestimmt irgendwas. Also vom Produktdesign müsste es da bestimmt irgendwas geben, wo man das dann reinpacken kann. Von mir aus auch in so eine Tasche von einer Taschenlampe oder sowas, keine Ahnung. Gibt's ja auch so Reisedinger. Oder in einen Bauchbeutel so. Weißt du, kennst du ja diese Touristenbauchbeutel, so eine Schwabbeltasche. Da kannst du so einen Teil dann auch reinpacken. Das einzige Problem bei der Sache ist, du brauchst ja irgendwelche Gelenke und Scharniere, wo du das dann auseinanderziehen kannst, wo das dann einrastet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Frauen ziemlich schmerzhaft sein sollte, wenn dann, ja, während man da so rumhantiert, ne? Jetzt ist ab 18 Leute, ich weiß. Aber während man dann so rumhantiert, wenn das dann einfach mal wieder sich so ein bisschen zusammenzieht und dann kann da ja in diese Bruchstelle so ein bisschen Haut reingezogen werden. Es ist schwierig zu erklären, aber ich hoffe mal, ihr wisst, was ich da meine. Das wäre dann der einzige Knackpunkt da dran, aber ich glaube, das funktioniert. Und ich glaube, Jinx hat genau das. Ich meine, Piltover, da muss es doch sowas geben. Hallo, die haben Hextech-Knacken und all so ein Scheiß. Dann wird es doch wohl auch einen zusammenklappbaren, ausfahrbaren Vibrator geben. Eine Fresse. Das ist doch... Aber das ist doch mal eine Idee, oder? Im Prinzip ist ein Vibrator ja gar nicht mehr so schwer zu bauen. Du brauchst in der Mitte nur so eine Kugel, die dann so dreht, sich die so Vibration macht im Endeffekt. Das geht ja dann relativ schnell, wenn du da so eine Energiequelle hast und da ist dann irgendwie so ein Ding, das da drin dreht. Das muss ja nicht ganz groß sein. Du brauchst ja nicht... Ich weiß nicht, du musst mit der Energie, die da umgesetzt wird, ja keinen LKW aus dem Dreck ziehen können. Das reicht doch, wenn das nur so ein bisschen rappelt. So ein kleines bisschen nur. Es ist ja im Prinzip nicht größer, das Vibrieren, als so ein Handy-Vibrationsgerät. Denke ich. Selbst wenn man die Turbo-Taste drückt. Ich kenne so Dinger. Keine Angst. Das eine, das sah sogar aus wie Raupi. Das habe ich auch nur noch Raupi genannt. Ja, das ist vielleicht jetzt einer zu viel, aber... Nein, minimal. Und so viel Power brauchst du ja nicht. Dann reicht das doch, oder? Reicht das? Wenn man vielleicht eine Idee wäre. Und falls mir irgendjemand die Idee klaut, ich werde dich finden, ich werde dich töten. Vielleicht gibt's das ja sogar schon. Reisevibrator. Und ich denke mir die ganze Zeit so einen aus und denke, ja, das könnte ganz schön sein. Voll die Idee. Lalala, Slowpoke, Matt Baron. Sowas gibt es doch schon längst. So wie Bruger, der neulich gefragt hat. Sag mal, Matti, kennst du eigentlich Alexander Markus? Und ich saß hier vom PC. Ich hatte sogar mein Alexander Markus T-Shirt an. Ungelogen hatte ich. Das ist nicht nur wegen der Geschichte, das hatte ich wirklich an. Und dann habe ich gedacht, guckst du an mir runter? Flüchtig. Flüchtig. So, ich weiß nicht mehr. Dumm Isel ist auch so ein Vieh, da vergesse ich immer, was für ein Typ das ist. Das habe ich schon mal gesagt, ne? Aber wer benutzt denn Dumm Isel? Niemand. Was ist das überhaupt für ein Vieh? Es ist unsinnig schlechthin. Können wir das paralysieren? Ich halte Hogrose für nicht für das schlechteste Pokémon. Nicht für das schlechteste Pflanzen-Pokémon. Ach ja, das kann er, ne? Gehen hier, dass Hogrose ein bisschen müde wird. Los, Hogrose, mach es! Zauberbladdel! Jetzt wieder sauer. Und jetzt müsste Hogrose schlafen. Ja, Hogrose schläft. Aber Hogrose schafft er trotzdem. Auch wenn sie schläft. Ja, ich glaube an dich, Hogrose. Er gähnt wieder. Obwohl, wie wär's, wenn wir ihn einfach mal fangen und dann 5 nennen? Obwohl, ich glaube, eine 3 haben wir. Irgendeine hatte wir nicht. Oder hatten wir keine 2? Das ist mir jetzt egal. Ich fange den jetzt und nenne den 4 oder... Keine Ahnung. Toll! Dummiesel wurde gefangen! Ist natürlich scheiße, weil er noch zum Nationaldex gehört. Dummiesel ist eine Schlange, 1,5 Meter groß, 14 Kilo schwer und wird es entdeckt, gräbt es sich ins Erdreich, um zu fliehen. Setzt es seine Flügel ein, kann es schweben. Ich weiß nicht, das Vieh erinnert mich immer so ein bisschen an Axolotl. Aber ich glaube, es gibt auch ein Axolotl-Pokémon. Ich komme, ich nenne das 5. So, jetzt haben wir eine schöne Schranke. Jetzt haben wir 1, 3 und 5 wahrscheinlich. Nur weil ich mal wieder zu blöd bin, mir ein paar Zahlen zu merken. Ja, ja, sowas ist doch wohl wieder schön. Ai, 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 Herr Kapitän. Scheiße. Ding, 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 ding. Oh. Es ist übrigens bald der Augenblick der Wahrheit, da merken wir, ob
Schalke jetzt ein neues Pokémon dabei hat. Es. Hier, Rico meinte ja, dass. Was meinte er denn? Ach, ein Zumplex. Ja, guten Tag. Alles klar bei dir, oder was? Aquaknarre. Kriegen wir das kaputt? Meint ihr? Das ist nicht sehr effektiv, das habe ich gemerkt. Aber es war trotzdem ein Volltreffer, deswegen wiegt sich das so ein bisschen auf. Wow! Oh, Große, das ist aber... Das war hart, ne? Wenn du jetzt triffst... Ach so, das ist ja eine Trefferwahrscheinlichkeit von 100%, dieses Zauberblatt. Siehst du mal? Kaputt. Oh, Große, du bist super. Bäm, 855 Erfahrungspunkte. Oh, da läuten die Glocken. Aber viel mehr kann ich mit dem Vieh jetzt auch nicht mehr anfangen. Oh, ist ja schon zur Hälfte kaputt hier. Jetzt noch eins. Ja, moin. Tag, alles klar bei dir, oder was? Eins auf Level 19. Wahrscheinlich werde ich jetzt ein bisschen zu übermütig und sterbe daran. Kabum. Ach, du Scheiße. Okay. Mach's tot, bitte. So Geduld kann hier ziemlich ekelhaft werden, glaube ich. Wenn es dann doch noch mit einem Lebenspunkt überlebt und dann, bam, kommt es zurück. Dann kommt es nämlich zurück. Ach ja, das ist so schön. Noch eins, hey. Das ist, muss Sprötze sein. Das ist immer wieder der gleiche. Der rennt ganz fix dann eben ins Pokémon Center und ist dann wieder hier. Der hat schon eine Dauerkarte für. Möchte wieder ins Team. Also ich hätte es ja gefeiert, wenn ich hier ein Zumpex oder sowas gefangen hätte. Das hätte ich dann auch Spritze wieder genannt und das wäre dann wieder im Team. Nein, wäre es nicht. Das hätte ich dann wieder freigelassen. Ha! Weil ich es kann. Das ist schon dreist, ich weiß, aber manchmal geht das nicht anders. Ach, Cindy! Ist das deine Schwester oder was? Cindy's Schwester. Mal wieder. Aber wie machen wir das kaputt? Machen wir mal so. Wir sind hier auf der sicheren Seite. Retter der Zang. Das da. Yay. Oh, du armes Kind, worden kannst noch keine Drachen attacken. Und wirst mir dementsprechend nicht so wirklich gefährlich. Tja. So ist das manchmal, wenn man nichts drauf hat. Und weiter geht's. Hoffentlich noch ein Zumpex. Ja, Sprötze ist wieder da. Moin. Wir versuchen es auch mit allen Mitteln, ne? Okay, das wird jetzt ekelig. So, zum Glück mit einem One-Hit. Sonst hätte es ja sein können, dass wir... Obwohl, Zauberblatt hat ja eine 100%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Deswegen hätten wir das schon gekriegt. Das vergesse ich immer mal ganz gerne. Guck mal, wie hier die Erfahrungspunkte ausgeschüttet werden. Man ahnt es ja nicht. Wieder das Vieh. Ach, das brauche ich nicht. Das ist Unsinn. So. Ach, guck mal hier, Azurill wieder. Azumarill. Azurill, Merrill, Azumarill. Das ist ja... Das ist schlimm, sowas. Binnenflexion, kann ich sowieso nicht. Wer soll sich so einen Scheiß denn merken? Ich auf jeden Fall nicht. Ach, dein Walzer, der reißt ja richtig eine Kuh vom Hocker hier. Dieses Miltank von Bianca ist, glaube ich, das stärkste Pokémon, das es in dieser ganzen Pokémon-Welt überhaupt gab. So als Gegner-Pokémon. Das ist wie bei Secret of Mana der Schmusetiger. Der war eine Schmusekater, so hieß der. Schmusekater und Kuscheltiger, so hießen die beiden Viechers. Und der Schmusekater, der war sowas von für ein Arsch. Der hat hier richtig schön die Leviten gelesen. Wenn du da nicht richtig vorgewarnt warst, da gab's aufs Maul, aber mal so richtig heftig. Da hast du nicht nur mal diskutieren können, so von wegen, ja, vielleicht sterbe ich ja nicht. Und meine, nein, der kam und hat dir aufs Maul gehauen, als gäbe es keinen Morgen. Da sind alle kaputt gegangen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich den da neu starten musste. Da habe ich teilweise auch stundenlang gelevelt an dieser einen Tür, wo diese beiden Werwölfe kamen. Ich habe es ja Let's Played, da habe ich es, glaube ich, erklärt, wie ich das gemacht habe. Bibor. Barbor, oder was? Der Wortwitz des Tages, ein Barbor.
Oh, noch ein Aerodactyl. Jawohl. Auf Biber hatte ich jetzt absolut keinen Bock. Vielleicht liegt es daran, weil es mich vergiften kann. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich denke aber mal schon. Los, Arschradde, mach it! Aerodactyl setzt Blitz ein. Und da kommt der Donnerblitz. Und du bist kaputt. Yay! So, Kinder, dann würde ich sagen, ich habe eine Viertelstunde lang über Vibratoren geredet. Noch besinnlicher kann es zum Osterfest nicht laufen. Da kann man ja auch Eier suchen, also von daher ist es in Ordnung. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Bis dann. Tschüss.